Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und im heutigen Video habe ich mal wieder einen kleinen Outfit-Glitch für euch. Und zwar, wie ihr das Piloten-Headset euch auf irgendein x-beliebiges Outfit draufglitchen könnt und wie ihr das Ganze auch noch abspeichern könnt. Der ganze Glitch funktioniert auf PlayStation 4, auf Xbox One und auch auf dem PC. Und was ihr jetzt dafür braucht, um diesen Glitch zu machen, ist als erstes mal eine Yacht. Ihr müsst auf irgendeiner x-beliebigen Yacht sein. Das ist egal, ob das eure ist oder die von einem Kumpel. Dann geht ihr ins Interaktionsmenü und zieht euch ein Outfit an, welches eine Mütze hat. Dann geht ihr auf die Mütze und drückt dort einmal Viereck für Einstellen. Wenn ihr das dann gemacht habt, verlasst ihr einfach wieder das Interaktionsmenü, und wenn das eure eigene Yacht ist, ist es auch noch ganz wichtig, dass ihr hingeht bei Whirlpool Outfits, dass ihr dort dann die Badekleidung eingestellt habt. Da dürft ihr nicht hier aktuelle Kleidung drin haben, sondern die Badekleidung. Danach geht ihr zu den Helikoptern, die hier auf der Yacht sind, und steigt dann dort als Pilot einfach einmal ein. Jetzt habt ihr dann statt dem Piloten-Headset in dem Helikopter nämlich weiterhin eure Mütze auf, die ihr auch gerade schon getragen habt. Jetzt fliegt ihr ganz einfach und vorsichtig wirklich mit dem Helikopter zu diesem kleinen Whirlpool hier hinten und landet den Helikopter im Whirlpool. Wenn ihr jetzt dann ausgestiegen seid, werdet ihr merken, dass ihr auf der Badeklamotten jetzt auch noch eure Mütze habt. Und wenn ihr jetzt den Whirlpool einfach wieder verlasst, dann spawnen eure normalen Klamotten zurück und auch das Piloten-Headset. Als nächstes zeige ich euch, wie ihr jetzt das Piloten-Headset auf eine Maske drauf bekommt. Dafür braucht ihr nämlich ein Motorrad, und dann öffnet ihr nämlich das Interaktionsmenü jetzt einmal. Geht auf Accessoires und sucht euch dann dort das gewünschte Outfit raus, auf dem dann hinterher das Piloten-Headset drauf sein soll. Ich nehme hier einfach mal mein Outfit Sick as Hell. Das ist nämlich hier mit dieser Weihnachtsmann-Maske, und dann setze ich mich auf das Motorrad. Jetzt warte ich, bis der Charakter sich den Helm aufgezogen hat, und danach steige ich einfach vom Motorrad wieder ab und scroll jetzt einmal nach unten auf Outfit, also auf das Sick as Hell Outfit, und jetzt warte ich, bis mein Charakter den Helm runterschmeißt, und in dem Moment, wo er den Helm absetzt und runterschmeißt, drücke ich X, um auf das andere Outfit zu wechseln. Und ihr seht es jetzt gerade hier auch schon im Hintergrund, jetzt hat meine Weihnachtsmannmaske ein Piloten-Headset auf. Sieht auf jeden Fall richtig, richtig geil aus, und jetzt könnt ihr dann auch einfach in ein Bekleidungsgeschäft gehen oder in euer Apartment und das Ganze als Outfit abspeichern. So Leute, ich bin auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle einfach mal raus, verprügelt für diesen krassen Outfit-Glitch jetzt mal so richtig den Like-Button, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.